Ah, das. Wehe, Lass das mich wird. raten. Was? Daddelmatz. Ja, natürlich, Daddel. Weil, wahrscheinlich, weil er denkt, ich habe mich noch nicht bewegt. Gott, warum habe ich das reingenommen? Ich mache mich jedes Mal zum Affen, ey. Ah, oh, ich Dickerchen. Muss Kniebeugen machen. So, Ich diesmal will bleib mal hier. eben ganz kurz auf Toilette. Mach doch ein. Bis gleich. Bis gleich. So. Ja, meint es nun gut, ja. So. Puh. Oh Gott. Ich werde sterben. Ich werde morgen sterben. Ich werde sterben. Ich sterbe morgen. Ich hasse dich, Daddel. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Über alles. Oh Gott sei Dank. So. Es ist Gott sei Dank nicht abgemacht, wie viel. So. Ihr habt eure Kniebeugen gehabt. Ich liebe es, gequält zu werden. Nicht. Hör auf! Nicht zweimal hintereinander. Nein, will ich nicht. Nein. Lass. Spar deine Punkte. Spar sie. Bitte, tu es. Du darfst sie beim nächsten Mal ausgeben. Du darfst sie ausgeben, bevor du ins Bett gehst. Muss sowieso gleich hoch ein Getränk holen. Bewege mich eh wieder genug. Ein halber Ge Marathon zur Garage. Wenn ich mich weigere, über die Wiese zu gehen. Im Dunkel. Wir haben kein Bier mehr. Doch, haben wir. Oder? Haben wir noch Bier? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall so welches habe. Ich weiß nicht, ob du noch dein komisches Zeug da hast. Kann ich aber gleich gerne machen. Wenn du eins trinken möchtest. Ich hab immer noch nicht. Ja, er hätte doch sein können. Ist doch Freitag. Freudentag. An einem Freudentag darf man das tun. Habe ich eigentlich noch ein paar nette Outfits? Okay, da nicht. Ach du grüne Nonne. Okay, ich glaube, ich bleib bei der Hose. Aber das Gute ist, ich kann bald wieder Klamotten shoppen gehen. Wir haben bald wieder genug Punkte. Kann ich eigentlich. Bin ich dann noch da wieder mit drin? Doch, okay. Puh. Warte mal. Was haben wir denn für sie? Okay, das ist alles zu teuer. So. Tachchen. Tachchen. Ich bin gerade am Klamotten shoppen für meinen Charakter. Du denn hier? Ich? Ich sitze hier. Ich auch. Ich auch. Du bist eine Biene. Ich bin eine Biene. Ich bestäube dich. So, wieso kriege ich hier nichts mehr in diesem wunderschönen Blutnetz? Wunderschön.
Ach ja, jetzt kriege ich hier irgendwie so ein. Oh. So ein Blumenstrauß. Ja, da wollen wir was kaufen. Ja, klar. Ja, so, nachdem ich mir jetzt ein neues Oberteil gekauft habe, für Ingame-Geld, kann ich mir das anziehen. Da habe ich noch mal eine schöne Taschenlampe. Oh, schickes Hemd. Gerade gekauft. Ja, sieht auch noch ganz so aus. Das Preisschild noch dran. Preisschild hängt noch dran. Oh, scheiße. Preisschild. Hat 900 schillernde Scherben gekostet. Schillernde Scherben? Schillernde Scherben, ja. Schillernde Scherben. Meine Nuggets sind alle. Oh. Frisches, sie braucht meine Nuggets. Haben keine mehr. Wir hatten nur eine Packung und die habe ich aufgegessen. Wir waren ja nur so. 8 Stück drin. Ja gut, ach, das ist auch echt sowas für einen Hundenzahn. Ja. Ja, ich hatte heute mir halt nur einen Topf gemacht. Das hatte ich einmal vorm Stream, hatte ich es einmal noch gegessen. Den Rest von heute Mittag. Alles in einem Topf. Mhm. Das ist ja auch ein Topf. Ich glaube, Erbseneintopf war das. Dazu ein Brötchen und dann hatte ich mir halt noch für später, weil ich heute wieder ein bisschen, also nicht zu lange, weil wir morgen früh raus müssen. Aber da es irgendwie ein bisschen später wird, hatte ich dann gedacht, okay, dann so zum Nebenbei-Snacken die Nuggets. Ja! Mein Snack ist weg. Klingt denn morgen früh an? Einmal noch in die alte Wohnung fahren. Ach so, ach, war das nicht heute? Nein. Busches musste heute arbeiten. Ja, okay, stimmt. Ich während Corina fahre ich nicht mit Öffis. Das ist mir. Ich bleib nur da nicht fast eine Stunde irgendwie mit Maske sitzen. Wenn ich die Wahl habe. Vor allem müsste ich das ja alles zu Fuß machen. Das musst du ja noch mit bedenken. Das heißt, das wäre eigentlich relativ unsinnig, das zu Fuß zu machen. Weil ich würde ja nur mindestens zwei Säcke mitkriegen. Und ich möchte ja auch mal fertig werden. Deswegen machen wir das morgen. Verständlich. Ganz schnell. Dann nehmen wir auch ausnahmsweise mal den Hund nicht mit, weil das wird, wie gesagt, nur schnell Sachen einpacken. Hauptsächlich die Sachen, die ich halt aussortieren muss. Und ja, machen da dann halt nochmal die Ecke, die dann als nächstes sauber wird, also fertig wird. Machen wir dann noch sauber und alles. Und dann geht's wieder nach Hause. Dann werde ich mich wahrscheinlich nochmal hinhauen und eventuell ist für mich morgen nochmal spontan. Aber das ist wirklich nur spontan. Je nachdem, wie ich Lust und Laune habe. Okay. Weil auf der einen Seite möchte ich auch Witcher weitermachen. Und Tomb Raider müsste ich halt weitermachen. Ja, gut. Wobei Tomb Raider ist ja an sich noch gar nicht so wichtig, weil das kann dann. Dann kann ich ja später vielleicht auch nochmal die komplette Reihe machen. Aber Hauptsache ist erstmal, dass Witcher durch ist. Weil da sitze ich jetzt seit Ende März dran. Glaube ich. Die ersten zwei Teile gingen ja schnell. Die hatte ich in 30 Stunden durch. Haben die eigentlich auch DLCs? Oder? Die ersten beiden. Also der erste hat zumindest extra Kapitel. Der Enchanted Edition. Da wusste ich aber halt nicht, was Deutsch und was Englisch ist. Also da gibt es deutsche DLCs und es gibt halt englische. Die hatte ich jetzt nicht gespielt. Werde ich dann machen, wenn wir das dann ein zweites Mal durchspielen. Also nächstes Jahr oder so. Da werde ich das dann komplett machen. Und wahrscheinlich dann auch versuchen auf 100%. Alle drei Spiele. Ist ja wie mit Final Fantasy. Ich würde das erst einmal normal durchgespielt haben und danach vielleicht nochmal, wenn mir die Spiele gefallen haben, auf 100% durch.
Jo, also bei After Years wird es wahrscheinlich nicht nochmal passieren. After Years werde ich notgedrungen spielen müssen, aufgrund dessen, was Final Fantasy ist. Und ich dann ja was? Den Ja, aber nicht nochmal. Hm, doch klar. Warum? Weil es so Final Fantasy reicht. Ja, aber du spielst es doch gerade. Ja, aber ich muss es ja nochmal, im Stream müsste ich es ja nochmal spielen quasi, weil es ja der zweite Teil des vierten ist. Ach ja, du nimmst das ja an. Ach ja. Das wäre dann ja quasi in einem Stück, das wäre ja der Marathon dann. Beziehungsweise jetzt ist es erstmal nur alle Teile, die man so spielen kann, was möglich ist. Und danach wäre es dann halt der Marathon, wo ich auch auf Zeit und so weiter achte. Zeit, Secrets und was weiß ich. Also zweimal müsste ich das Spiel mindestens noch durchspielen. Und danach würde ich wie Final Fantasy 15 nie wieder anrühren. Ich freue mich am meisten, wenn du bei FF7 bist. Ich freue mich am meisten, wenn ich bei FF10 bin. Weil da kann ich dir helfen. Also falls, ich meine, kein Backseat Gaming, aber falls du Hilfe brauchst, kann ich da halt dann Tipps geben. Oh nein, Doktor! Aber Herr Doktor! Herr Doktor. Wieso immer ich als erstes mal? Das sind drei andere. Blöde Sau, ey, ehrlich. Nee, komm, geh nach Hause. Ich hab keinen Bock mehr, ey. Ja, lass mich doch hier liegen, du. Wichser. Du blöder Wichser. Ja, toll. Hit mich doch noch ein paar Mal an, du Sohn einer. Na. Ich habe nichts gesagt. Aber du hast dich gemutet. Ich habe mich jetzt eigentlich gerade eher gemutet, weil ich mal Sina gerufen habe, weil die gerade im Flur hier eskaliert ist, obwohl eigentlich gar nichts Hörbares im Hausflur los ist. Das ist eskaliert, rumgebellt. Lass das, Fräulein. Nee, da brauchst du jetzt gar nicht. Nein. Der ist ja immer noch bei dir in der Ecke. Ja, der. Okay. Ach, das ist für dieses blöde Maisfeld. Ja, kein Wunder, dass das nicht klappt. Ich hasse dich, Dattel. Kannst du immer wiederholen. Aber, ey, so schreckkraft bin ich nicht mehr. Das Schlimmste ist vorhin mit Frutus gewesen. Wo Frutus plötzlich hinter mir stand. Schlimmer geht's also nicht mehr heute. Ich glaube zwar, dass du mich heute nochmal erwischt, was Jumpscare angeht, aber. Scheiße. Für heute bin ich tatsächlich. Der Idiot kämpft hier wirklich, ey. Das ist doch. Naja, es ist mein Glück, dann kann ich die Generatoren für dich machen. Ja, ich hätte sie schon ab. Meinst du, Daddle? Meinst du? Dankeschön. Gut, dass er mir eben nicht gesehen hat. Ey, warum? Irgendwann schockt sie gar nicht mehr, ja, wahrscheinlich. Ich hasse dieses Spiel! Das war deine Idee, das weißt du. Boah, ich raste gleich komplett aus. Ach nee, ich bin ja jetzt tot. Ach, scheiße. Ja, Mensch, da hast du ja lange durchgehalten. Sei ruhig. Als wenn er es gerochen hätte, dieser Penner. Fresse seine Augen und mach Leberwurst raus, ey. Also, wo bist du denn? Da bist du. Scheiße. Wenn du überlebst, das wieder irgendwie. Nee, ich glaube nicht. Okay, gut, er hat dich jetzt angehittet.
Glück, das bringt zwar nichts, aber... Hm, vielleicht doch. Verschwinde, verschwinde, verschwinde. Vor allem... Scheiße, ich bin das Ziel der Dingens. Das heißt, er findet mich, glaube ich, überall. Okay. Auf ferner weiß, wie es funktioniert. Seine eine komische Fähigkeit. Sein Perch. Sein Perk. Sein Perk, Vogel, wie auch immer. Hoffentlich ist was Sinnvolles drin. Naja, gut, okay. Kacke. Scheiße. Oh. Er hat dich wahnsinnig gemacht. Ja gut, ich meine, das war's schon vorher, aber ist noch eine Stufe mehr. Wahnsinn. Warum steckst du mich in die Hölle? Hölle, 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 Hölle. Doktor, 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 Doktor. Ja, mit seinen scheiß Illusionen, ey. No! Natürlich laufe ich ihm in die Arme. Gibt es eigentlich einen Killer, der einigermaßen erträglich ist? Der Oni. Ja gut, den hatten wir bis jetzt, also einmal glaube ich, ne? Ja. Aber der Oni. Na gut, der Fallenstelle, je nachdem wie man ihn spielt. Ja, okay. Und der Hinterwälder, je nachdem wie man ihn spielt. Was schrecklich ist, ist die Seuche. Also Corona. Ja, der nervt. Und der Michael Doktor ist auch nervig. Auch. Genau, ja, aber der Scream-Typ auch. Hä? Michael Myers und der Scream-Typ aber auch. Stimmt. Freddy ist auch cool. Alle. Ja, Freddy ist cool. Eins, zwei, Freddy kommt vorbei. Da ist keiner. Das weiß er aber nicht. Er steht die ganze Zeit oben und es gibt nur einen Eingang. Ah ja, stimmt, dann müsste er es doch wissen. Idiot. Was machst du da schon macht, wieder? Ey. Ach, Daddel, ich hänge hier einfach nur so ein bisschen rum. Weißt du, ich hab's so mit der Schulter. Und deswegen dachte ich, ach komm, vielleicht hilft das ja gegen meine Schulterschmerzen. Das Schlimmste ist, ich glaube, die wollen mich noch nicht mal mehr retten. Das ist, der Doktor ist quasi ein Chiropraktiker, deswegen hat er dich da aufgehangen. Ja, wahrscheinlich. Aber Chiropraktiker natürlich. Des Jahres, wie Alan Harper. Ja, genau. Wenn es wenigstens Punkte dafür gäbe. Bis jetzt habe ich jeden getroffen. Naja. Aber die retten mich nicht. Was für Schweine. Ach komm. Die retten mich ja eh nicht. Hat ja eh keinen Sinn. Ja, aber wenigstens gab's für die Zeit im Keller Punkte. Gut, dann kann ich sie auch verlassen, weil. Was der andere dann macht, ist mir egal, weil. Okay. Nein, ich hab meinen einen Punkt verloren. Oh Mann. Ja, wenn das deine einzige Sorge ist. Ja! Ich hab hier Stufe 14 hart erkämpft. Ja, bist du jetzt halt 15. Weißt du, ja, Luch ist 15. Ah nee, warte, du bist 17. Entschuldigung. Sehr ruhig. Sei einfach ruhig.
Du wirst, ich würde sie niemals sehen. Oh, doch schon. Ah, nee, ich glaube nicht. Dafür bin ich einfach zu schlecht. Ach nee, warte mal. Ja. Ja. Du hast es gesagt. Du hast es gesagt. Ja, ich war hieß. Einmal mit Profis, ja genau. Einmal mit Profis. Ja, auf die warte ich auch noch, bis heute. Hier wird du bei auch, dir ne? Sowieso nichts. Hier wird bei dir nichts. Baby, Baby Yoda. Baby Yoda. Baby, Baby Yoda. Baby Yoda. Baby Yoda. Baby Yoda. Baby, Baby Yoda. Muss man das komplette Lied hören, ey. Baby Yoda, Baby Baby Yoda. Ja, da kommt auch noch eine andere Strophe. Baby Yoda, Baby Baby Yoda. Nein, da kommt auch noch eine andere Strophe. Baby Yoda, Baby Baby Yoda. Nein, da kommt auch noch eine andere Strophe. Baby Yoda, Baby Baby Yoda. Oh, warte mal, Slash Mute. Baby Yoda, Baby Baby Yoda. Oh Mann. Peri Yoda, Peri Peri Yoda. Perioda, Peri Perioda. Ja. Perioda. Wenn Perioda nicht gestorben ist, dann Periozio noch heute. So ungefähr. Perioda, Peri Perioda. Perioda, Peri Perioda. Perioda, Peri Perioda. Perioda. Peri Peri Yoda. Ja, hoppala. Na, hoppla. Für die zweite Strophe einfach als der 4 drücken. Ja, so ungefähr. Peri Yoda, Peri Peri Yoda. Na gut. Ich bin eine Biene. Okay. Ja. Ich habe am Anfang immer Perioda verstanden und dachte noch, wie Frau sich da so drüber freuen kann, aber okay, da habe ich später auch das Lied entdeckt. Ach du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr sich eine Frau freuen kann, wenn es um Perioda geht. Da kann man sich schon freuen. Perioda. Perioda. Jetzt auch in ihrem Kino. Ja, ich glaube, der Film wird ziemlich blutig, das gucke ich mir nicht an. Baby Yoda bekommt seine Periode. Da er männlich ist, nein. Weiß man nicht. Weiß man, wird in der Serie gesagt. Weiß ja, man. Aber vielleicht... Nein. Aber vielleicht ist nein. Er... Nein. Aber vielleicht... Nein. Ja, aber was ist denn, wenn, ne? Ich gebe dir ein Beispiel, welche Yoda-Spezies ihre Periode bekommen könnte, und das wäre Yaddle. Zu sehen in Episode 1 und seitdem nie wieder. Im Jedi-Rat. Wahrscheinlich hat das zu viel geblutet, man weiß es nicht. Meister Yoda, nicht Konkubine Yoda. Konkubine Yoda. Ey, der ist echt geil, der ist geil. Der kleine... Yoda, unser kleiner grüner Freund. Oder wie sagt das Palpatine doch im Englischen? My little green friend. Peri Yoda. Nee, das hat er nicht gesagt. Peri Yoda ist jetzt auch in ihrem Höschen. Ich glaube, da haben wir eine Marktlücke entdeckt. Beziehungsweise Daniel Matz. Wenn sie jetzt zuschlagen, bekommen sie 2 Periodenhütchen zum Preis von 1. Nein, Walter, erzähl keinen Scheiß. Doch, und das ist noch nicht alles. Boah, es wartet dieser blöde... Vierte da und dieser Killer wieder bis die letzten Sekunden ablaufen. Was haben die davon? Zu viel Periode an Höschen? Ja. War übrigens Masaki. Ich habe eben nicht auf den Namen geachtet. Ach so, okay. Entschuldigung. Aber gute Idee, Masaki.
Ja, ich habe ihm einfach nur vorgelesen, deswegen. Ein Herz, mein Junge. Aber da Kaya das leider nicht sehen kann, da seine Gwendolin das nicht mitmacht, wenn er... Lass meine Gwendolin in Ruhe. Wenn er Chat und DVD laufen hat. Das würde schon gehen, wenn ich einen zweiten Monitor hätte, aber wenn ich jetzt immer wieder im Spiel raustappen müsste, wenn, das wäre... Ja, stimmt. Oder du machst es wie ich und machst es auch noch auf dem zweiten Handy. Also auf dem Handy. Weil ich habe den Chat auch meistens noch auf dem Handy laufen. Deswegen ist mein Akku durchgehend alle im Stream. Boah, wie anstrengend ist das denn, ey? Dann müsste ich mir jetzt die Twitch-App runterladen. Oh, nee. Ich habe gerade so viel, aber ich komme ja nicht zu euch in den Discord. Ja, wir sind halt für solche Sachen meistens jetzt im Mod-Chat. Weil es immer mal wieder Leute gibt, die ungefragt joinen. Was dann natürlich nicht immer ganz so toll ist. Also, wenn es Leute sind, die wir kennen, um Gottes Willen, das finde ich, ist in Ordnung. Aber wenn es dann wirklich so random Leute sind, ne? Ist das dann schon immer so ein bisschen. Aber gut, wenn die Frau dabei ist, ne? Wobei. Welche gut. Frau? Welche Frau? Wobei, Micha darf solche Sachen meistens bringen. Also, Schasi, Pupsi, Schatzi. Schnuggelchen. Ne? Mann. Du wirst nicht sterben, weißt du? Nee, ich bin ja schon gedanklich am Haken, deswegen muss ich husten. Dann müsstest du eigentlich erstören, wie mein Charakter das macht. Nein. Doch. Das tue ich nicht. Nein. Doch. Also, schon wieder dieses... Hallo! Das bist doch du hier, oder? Was? Ja, guck mal, renn hier auf den Meter. Okay. Hat er Angst vor uns? Wir sind nicht der Killer, du kannst zurückkommen. Hört er gar nicht, geht er nur in eine Richtung. Mist. Nur Matti hat verlassen. Ach, kann sein, dass... Super! Nee. Ich würde... Der ist hier genau. Der ist hier genau. Ja, aber ist doch nichts passiert. Ja, aber der hängt ihn doch jetzt... Das ist doch hier unmittelbar... Du hast es doch auch gesehen. Nein! Hast du das... Okay, ach, da hinten jetzt. Jetzt würde ich mir Sorgen machen. Oh, nee. Ich mache mir die ganze Zeit Sorgen. Vor allem, da ist jetzt nur so ein... Oh, der Scream-Typ. Der Scream-Typ! Ich hasse mein Leben. Creamy Peeny. Der kann ja vor allem diesen Scheiß da verstecken mit seinem Herzschlag, also. Ja, allerdings würde ich da gerne wieder zurück, weil der Generator fast fertig war. Geh weg! Wie soll ich? Ey, echt immer ich, ey, ich hab keinen Bock mehr. Bist du da noch in einem Haus drin? Nein, jetzt nicht mehr. Das ist gut. Oh. Boah, dieser kleine Bastard. Verpiss dich. Jag doch mal jemand anderen, ey. Ja, schön, dass er noch hinter dir hält. Das ist gut. Toll, danke. Ja, du darfst sie nur nicht zur Hütte locken. Ich mache nämlich gerade den Generator fertig. Hey, ich sterbe hier fast, aber hey, wenn es sich verglückt, dann lock ich ihn irgendwo anders hin. Das ist kein Problem. Ja, das ist schön, dass das für dich kein Problem ist. Das freut mich. Boah, geh weg. Alter, bleib mir ja, vom Leib. Ja, ich gehe ja schon. Du darfst die Hütte wieder betreten. Geh weg! Hau ab! Ich liebe das Leben. Ah, du Fischi, ey. Periode. Ach, da hängst du. Spiel mir dich auf.
So langsam wird's frustrierend. Nee, ehrlich. Du bist halt einfach schlecht. Ist er noch in deiner Nähe? Nee. Da komm ich. Dann darfst du mir gleich erstmal folgen. Ich folge dir. Warte, einmal kurz den hier fertig machen. Danach heile ich dich. Naja. In der Hoffnung, dass wir das alle zeitlich schaffen. Ich hätte nichts dagegen, mal wieder zu überleben. Ja, wäre schön. Wir haben heute nur einmal gewonnen. So, jetzt einmal nochmal mitkommen. Ja. So, dann einmal hier hin. Was machst du eigentlich für Geräusche, ey? Ja. Hole mich gleich ins Bett. Okay, dann komme ich gleich nochmal kurz hoch. Gute Nacht, Frisches. Schlaf gut. Naja, gut, okay. Gehen wir trotzdem erstmal hin. Nicht schlimm. Oh Gott. Bei dir ist er nicht, ne? Nee. Oh, scheiße. Ich glaube, der Killer hat tatsächlich mal keine Ahnung, wie man den Herzschlag ausstellt. Wir haben Millionen von Corona und er redet von Überleben. Also er war gerade am Generator, wo wir waren, und hat da, glaube ich, einmal gegen gekickt. Ist aber jetzt auch schon wieder weg. Ja, was? Oh Gott, wir werden komplett von vorne anfangen. Scheiße, ey. Ich war das nicht. Oh Mann. Ui. Oh Mann. Was war das denn? Was ist, hat er nicht? Ich glaube, da hat mich übersehen. Ah nee, hat er nicht. Er bewacht den einen Generator. Er macht nichts anderes, als den einen Generator zu bewachen. Scheiße, er ist hier. Alter, man hört echt, der hätte schon seinen scheiß Herzschlag ausgeschaltet. So ein Bastard. So, nach dieser Runde gehe ich dann einmal ganz kurz hoch. Ja. Sag meinem Schnubbelchen. Mach das. Dann kann ich nämlich auch gleich mal pinkeln gehen. Kannst du direkt damit verbinden. Mhm.
sind nur noch zwei Generatoren. Ja, nur noch. Dir ist schon klar, dass Mr. Green hier in der Nähe ist. Oh Gott. Jetzt hätte ich beinahe wieder geschrien, ey. Scheiße. Oh, du. Sorry. Quatsch, der geht doch in ihr Hexenspielchen, schnappt sich die Matzpuppe und haut da Dutzend Nadeln rein. Ah, nee. Ja, genau. Hallo, nebenan ist auch noch jemand. Hallo. So ein dreckiger Penner, ey. Lass immer so auf, so dreckig zu lachen. Es ist ja noch fast schlimmer, als ich dachte, dass ich hier rumhänge. Ich finde das nicht gut. Jeder kriegt, was er verdient. Mann! Ja, du auch, ne? Ich habe erst verkackt, als du, ne, als erstes verkackt hast. Ja, wer sagt den verkackt? Ja, verkackt doch nicht mit. Doch, weil ich nämlich direkt fliehen muss, weil du ja verkackt hast. Gut. Ja, diesmal. Ja, war mein eigener Fehler. Scheiße. Aber wenigstens singe ich ja noch nicht so wie Kaya, ne? Schnauze! Sag mir, wenn er weg ist. Ach, herrlich. Ist er weg? Weiß ich nicht, ich höre ihn zumindest nicht mehr. Aber es kann halt auch sein, dass er seinen Herzschlag ausgeschaltet hat. Er steht zumindest nicht mehr bei mir. Freust du dich eigentlich so? Sag mal. Stimmt denn nicht mit dir? Jeder von hat seine Stärken. Kaya zum Beispiel kann gut fluten. Ob das eine Stärke ist, weiß ich nicht. Na, hat Masaki nicht ganz unrecht. Ach, der wird ja, eh nichts. So, ich suche dann schon mal die Luke, ne? Nimm ich mit. geht glaube ich nur, wenn... nee. Toll. Stimmt. Weißt du, ich glaube, ich kann die Luke noch gar nicht voll finden, oder? Ja, er ist eh hier. Komm, so, jetzt such die Luke. Toll. Nein! Hast du ja heraufgeschoben. Geh nur mit einer. Ja, bitteschön. Nein! Das war kacke ich doch. Oh, ich habe die Luke gefunden. Kleine Drecksau, ey. Ich steck doch unter einer Decke. Oh, Scheiße! Ah! Warum laufe ich nicht mehr? Danke, wie konnte er mich denn finden? Wie hat er dich? Nein! Die Luke hat sie nicht geöffnet. Ja, hat er dich oder hat er dich nicht? Nee, hat er nicht, aber die Luke hat sie nicht geöffnet. Ich glaube, er hat sie vorher geschlossen. Dann geht sie nie wieder auf, oder wie? Nein. Wenn ich Glück hab, krieg ich den Ausgang noch. Bin ich die Luke mal auf Anhieb, ne? Dann öffnet sie sich nicht direkt. Also ich finde, das sollte man tatsächlich weglassen, dass der Killer die Luke schließen kann, weil... Scheiße. Nein, lauf, lauf. Das hat eh keinen Sinn. Warum soll ich laufen? Ich komm doch nicht mal aus der Luke raus.
Der kriegt die doch eh. Wo soll ich denn hin? Der kriegt mich doch. Siehste, hätte ich doch weggehen können. Wäre doch einfacher gewesen. Ja. Die Frage ist halt wirklich, ob die Luke offen gewesen wäre oder ob er sie direkt zugemacht hat. Na. Ich weiß es halt nicht. Weil wenn sie sich nicht geöffnet hat oder er sie direkt zugemacht hat, ist es halt wirklich assi. Weil ich war ja direkt an der Luke. Oder sie öffnet sich nicht, weil ich den einen Generator vorher nicht noch fertig gemacht habe. Ich glaube, das richtet sich auch danach, wie die Generatoren fertig geworden sind, bevor jemand gestorben ist. Muss ja immer einer mehr fertig geworden sein, als wie Kandidaten im Spiel waren. Ja gut, das kann sein. Wenigstens bin ich wieder Stufe 14. Wenigstens das. Das ist wichtig für dich, ne? Ja. Ah, nee, stimmt, ja. Ich habe zweimal gewonnen. Ich bin jetzt einmal durch die Luke gekommen. So, dann mache ich aber eine ganz kurze Pause und sage frisches gute Nacht. Mach das. Dann machen wir nochmal ein kurzes Päuschen. Dann bin ich gleich wieder da. Okay, bis gleich.